Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Yasin. Und ja, Freunde, heute mit der nächsten Folge, und zwar die nächste Folge von unserer OSM-Manager-Karriere. Und zwar heute am 16. Bundesliga-Spieltag noch gegen Dortmund. Und danach noch, ich weiß nicht, gegen wen wir spielen, aber auf jeden Fall noch ein Spiel nach Dortmund. Und dann haben wir die Hinrunde vorbei. Auf jeden Fall, Dortmund ist ein ganz, ganz schönes Kaliber, aber Dortmund hängt momentan hinter ihren Erwartungen. Wenn man sich mal so die Tabellensituation in der Liga anschaut, könnt ihr nämlich im Video hiervor sehen, in der Folge hiervor. Nämlich, wir sind nur ein Platz hinter Dortmund. Dortmund hat ein gutes Team, haben wir uns angeschaut, vor dem Spieltag, im letzten Video, aber gegen Leipzig haben wir auch Leipzig einen Unentschieden abgetrotzt. Also gehen wir mit voller Vorfreude und mit voller Motivation in dieses Spiel rein. Und ja, aber eigentlich haben wir auch nichts zu verlieren. Und unser Angriff und unser Mittelfeld ist gut, genauso wie unser Torwart. Aber die Abwehr, da müssen wir halt noch dran arbeiten. Da müssen wir noch Transfers tätigen. Aber wir gehen rein. Was für ein Spiel. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Heute ist ein schöner Tag, um Moderator zu sein. Genau so soll Fußball sein. Wir haben alle Zutaten für ein fantastisches Spiel. Mal sehen, was passiert. Ich bin ganz deiner Meinung, darauf haben wir uns alle gefreut. Ich höre gerade, dass die Spieler einlaufen. Let's go, Freunde. Ich bin gespannt, was es für ein Spiel wird. Dortmund hat eine ordentlich wuchtige Mannschaft. Sogar mit Lewandowski. Großartiger Eckball. Madison berührt den Ball mit seinem Kopf. Nicht das Tor. Neymar mit einem schönen Steilpass, Kamada stieß aufs Tor. Kamada, der immer eigentlich ein gutes Spiel zeigt bei uns. Ja, geht aber auch nicht rein. Also, ich weiß nicht, wen Dortmund im Tor hat, aber ja. Lewandowski mit einem Steilpass, Rodrigo schießt aufs Tor. Geht auch nicht rein. Also nach 20 Minuten steht es hier noch 0:0. Das ist eine klare gelbe Karte für Kolumani, das war einfach dumm. Was hat er denn gemacht? Mehrere absichtliche Fouls. Schneller Angriff. Çalhanoğlu sucht den Abschluss. Einer unserer, ja, eher schlechteren Mittelfeldspieler. Gegen die Latte und zurück ins Spiel. Ja gut, das ist ärgerlich. Großartige Kombination zwischen Lewandowski und Sterling. Sterling schießt aufs Tor. Aber kein Tor. Sterling macht alles richtig, aber der Ball geht am langen Pfosten vorbei. Schöner Ball von Bellingham. Lewandowski zieht von der Strafraumkante ab. Lewandowski. Und jetzt ist er drinne. 1:0 für Borussia Dortmund. Huh. Aber es ist auch nicht unverdient. Dortmund macht hier klar das Spiel. Jetzt muss man Leistenbruch. Eieiei. Ey, schlimmer kann es nicht kommen. Madison kriegt gelb wegen Verhindern einer klaren Torchance. Und somit gehen wir in die Pause. Ah. Nicht gut. Harry, hast selbst auf höchstem Niveau gespielt. Was ist dein Eindruck von der ersten Halbzeit? Soweit, so gut. Rose, ich bin sehr zufrieden mit der Qualität auf dem Platz. Ich glaube, die Spieler kehren auf den Platz zurück. Weiter geht's mit Karim. Ja, Freunde, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr bitter, denn Di Maria musste verletzt ausgewechselt werden. Keine guten Anzeichen. Schneller Angriff, Rodrigo sucht den Abschluss. Aber Martinez hält. Çalhanoğlu setzt sich gegen den Verteidiger durch und legt So den Ball auf. Eieiei, aha. Neymar mit einem schönen Steilpass. Kamada schießt aufs Tor. Ah, Mann! Die Ecke kommt gefährlich. Rodrigo zieht ab. Wird das das 2:0 sein? Nein. Haller wird Sterling ersetzen. Soweit, so gut.
Çalhanoğlu hat den Ball am Fuß und schießt. Ah, Jungs. Bellingham kriegt gelb. Ferrer hat den Ball am Fuß und schießt. Und er trifft Ferry, der wegen Di Maria, weil er sich verletzt, raus musste. Okay, freuen Sie sich nicht so. Der VAR schaltet ein. Das gibt's nicht. Weil er seinen Gegner gestoßen hat. Ah, Mann. Das wäre so ein... Endika leitet den Ball mit dem Kopf auf Çalhanoğlu weiter. Der köpft aufs Tor. Das wäre so ein gelungenes Debüt gewesen. Mann, da freut man sich einmal zu früh und dann sowas. Varane legt sich den Ball zum Freistoß zurecht. Unglaublich, Pfosten. Hakimi verlässt den Platz und Meunier kann zeigen, was er drauf hat. Und das war's. Borussia Dortmund gewinnt gegen uns mit 1:0. Ich kann eigentlich relativ zufrieden mit der Mannschaft sein, nur was blöd ist. Di Maria hat sich verletzt. Er hat sich einen Leistenbruch geholt. Wie lange wird er ausfallen? Ah, super. 6 Spiele. Oh je. Den müssen wir direkt mal behandeln. Eieiei, das tut echt weh. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, kann man zufrieden sein. Zwar haben wir jetzt wieder 5 Punkte auf dem Tabellenvierten Abstand, aber das können wir definitiv noch holen. Als nächstes spielen wir gegen Gladbach. Die sind Dritter. Eieiei, wen soll man da jetzt aufstellen? Boré, wir können jemanden anders aufstellen. Oh Mann, das ist echt bitter, dass Di Maria sich einen Leistenbruch geholt hat jetzt in dem Spiel. Aber gut, es ist halt nun mal so. Nächstes Spiel. Morgen ist DFB-Pokal. Heißt, Freunde, wir sehen uns erst übermorgen wieder. Denn... ja, es ist DFB-Pokal. Aber... dadurch, dass wir sowieso ein bisschen hinterherhängen mit den Folgen, wird es sowieso morgen dann ein Video geben. Dann können wir auch ein bisschen aufholen. Und zwar, wie gesagt, ja, es ist DFB-Pokal. Wir sind gegen Bayern ausgeschieden. Wer ist denn alles noch drin und wer spielt überhaupt gegen wen? Das würde mich mal gerne interessieren. Bayern, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Gladbach, Köln, Freiburg, Bochum, also, ja. Und dann spielen wir in Runde 20 am 17. Spieltag gegen Gladbach, die auf Tabellenplatz 3 sind. Und ja, Freunde, auf jeden Fall würde ich sagen, das war's von diesem Video. Wenn das Video gefallen hat, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.